Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur neuen Wochenbotschaft für die Woche vom 2. September bis zum 8. September 2024. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Dankeschön fürs Zuschalten und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es dir richtig gut geht. Solltest du jetzt hier bei mir ganz neu sein auf dem Kanal, dann begrüße ich auch dich ganz herzlich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist. Okay ihr Lieben, so wie immer stelle ich euch erst einmal zu Beginn die Kartendecks vor, die heute mit dabei sind, die ich heute verwende. Vor dir siehst du, damit mache ich auch den Anfang, das ist das Witches Tarot von Alan Dugan. So, dann verwende ich das Starcodes Astro Orakel. Dann ist mit dabei das Divine Masters Orakel von Kyle Gray. Dann verwende ich das Ask Your Guides Orakel Kartendeck von Sonja Schonkett. Schokett. Und zu guter Letzt verwende ich das die Magie der Einhörner Orakel von Diana Cooper. Okay, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, ihr Lieben, steigen wir doch ganz einfach mal ein in die Wochenbotschaft für die kommende Woche und schau mal, was die nächste Woche zu bieten hat. Denkt bitte daran, ihr Lieben, das natürlich ist hier eine ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Okay? Wenn du also Ende der nächsten Woche feststellen solltest, dass überhaupt nichts eingetroffen ist, dann lass bitte los und mach das Ganze nicht noch irgendwie passend. Dann bist du vielleicht beim nächsten Mal dabei. Ne? Des Weiteren möchte ich noch einmal ganz kurz festhalten, dass das Zeit natürlich immer relativ ist, weil es kann ebenfalls auch sein, dass sich das Ganze ein kleines bisschen verschiebt oder das, was ich jetzt hier zum Beispiel zeigen wird, vielleicht für einige von euch oder bei einigen von euch schon geschehen ist oder vielleicht auch übernächste Woche eintritt. Ja, das verschiebt sich manchmal. So habe ich das zumindest auch manchmal schon festgestellt, bei mir zumindest. Ne? Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Wie gesagt, ihr Lieben, Zeit ist natürlich relativ. Ja, ich schaue für die nächste Woche, aber denkt bitte daran, wir sind hier auf der Erde an Zeit und Raum gebunden und es kann sich ebenfalls auch alles ein bisschen verschieben, okay? So, jetzt würde ich sagen, steigen wir ein in die Wochenbotschaft für die kommende Woche. So, der 2. bis 8. September nächste Woche. Was hat die nächste Woche zu bieten? Was bringt die kommende Woche dem Kollektiv? Der 2. bis 8. September nächste Woche. Was bringt die kommende Woche? Weitere Einsichten bitte für die kommende Woche. Bitte weitere Einsichten für die nächste Woche. Der 2. bis 8. September nächste Woche. Der 2. bis 8. September für die nächste Woche. Weitere Energien, weitere Botschaften für die kommende Woche. Okay, wow. Ich habe sie schon gesehen. Okay, auch noch im Zentrum des Readings. Das wird, glaube ich, spannend. So, noch zwei Karten bitte für die kommende Woche, der 2. bis 8. September nächste Woche. So, noch eine. Noch eine Karte bitte für die kommende Woche. Der 2. bis 8. September, die zeigt sich jetzt hier so. Okay, dann ist es die. Okay, ihr Lieben, das Ganze lege ich euch erstmal ordentlich in die Kamera. Und dann geht es auch schon los mit dem Reading für die kommende Woche. Nicht wundern, warum sich meine Stimme etwas komisch anhört. Irgendwie klinge ich ein wenig erkältet, aber ich bin es eigentlich nicht. Es kann sein, dass es bei mir immer noch ein kleines bisschen Allergie ist. Also sorry auf jeden Fall dafür. Okay, so, das geht so. Warte mal. Das ist ein kleines bisschen schief, aber okay. So, ihr Lieben, ich... Warte.
So, ich beginne, ihr Lieben, und zwar mit der Energie, so wie immer, jetzt hier unten drunter. Und diese Karte ist für die kommende Woche auf jeden Fall natürlich ein wichtiger Hinweis. Sie gilt es nicht zu ignorieren. Sie hat auf jeden Fall für die kommende Woche auf jeden Fall schon eine größere Bedeutung. Und damit beginnen wir. Wir haben hier also für die kommende Woche die Energie der Mäßigkeit. Okay, die Mäßigkeit ist natürlich eine Energie der Heilung. Es geht ja auf jeden Fall darum, etwas auszugleichen. Möglicherweise geht es darum, ein Extrem auszugleichen. Oder hier darf ebenfalls etwas in die Heilung gebracht werden. Das ist also auch oftmals eine Energie, wo wieder mehr Harmonie und Frieden sozusagen hineinkommt in eine Angelegenheit. Das ist ebenfalls das, was ich hier wahrnehme. Das ist übrigens auch eine der Engelkarten sozusagen, die Mäßigkeit, weil wir haben hier ebenfalls einen Engel abgebildet. Also hier kann es ebenfalls bedeuten, dass sich die Engel in der kommenden Woche sehr stark zeigen werden, beziehungsweise dass du da auf jeden Fall die Möglichkeit hast, Hilfe zu fordern von den Engeln zum Beispiel. Es kann bedeuten, dass du nächste Woche geführte Engelmeditation zum Beispiel so etwas machst in der Richtung. Also die Engel hier in irgendeiner Art und Weise spielen hier auf jeden Fall natürlich eine gewisse Rolle. Also Mäßigkeit ist die Energie von Frieden, von Harmonie. Ein Ausgleich spielt hier ebenfalls eine Rolle und das Thema ebenfalls Balance, ne? Die Mäßigkeit ist ebenfalls auch eine der Geduldsenergien. Ja, sie steht unter anderem auch für die Geduld. Ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich einige von euch sagen werden, nö, ich habe schon genug Geduld gehabt mit meinem Gegenüber. Und ach, es geht dir doch nicht unbedingt um ein Gegenüber. Ne? Es geht vielmehr wirklich um dich, um ebenfalls um deine Weiterentwicklung, persönliche, spirituelle Weiterentwicklung zum Beispiel. Es muss damit nicht unbedingt ein Gegenüber gemeint sein. Ne? Ich hatte, glaube ich, letzte Woche irgendeinen Kommentar gelesen, dachte ich, es muss nicht, wie gesagt, um ein Gegenüber gehen. Okay, lass mal schauen, was wir drunter haben. Das ist der Ritter der Kelche. Also nächste Woche eine sehr emotionale Energie hier ebenfalls. Ne? Die Mäßigkeit ist nicht unbedingt jetzt eine Wasserenergie, obwohl jetzt hier Wasser abgebildet ist. Es ist die Energie von Schütze. Kann also bedeuten, dass in der nächsten Woche ein Schütze vielleicht für dich wichtig wird. Aber hier haben wir ebenfalls auch sehr stark das Element Wasser trotz allem vorhanden. Also hier geht es auf jeden Fall um deine Gefühle, die Emotionen, die hier eine Rolle spielen. Es kann ebenfalls bedeuten, dass hier nächste Woche vielleicht jemand tatsächlich auf dich zukommt, sehr liebevoll, mit einem liebevollen Angebot, mit liebevollen Impulsen zum Beispiel auch. Ja, die Mäßigkeit kann also auch hier schon in irgendeiner Art und Weise für eine Art Versöhnung zum Beispiel stehen. Das ist das, was ich hier auf jeden Fall reinbekomme. Hier haben wir den Tod. Der Tod ist natürlich ein Abschied, eine Transformation. Okay, jetzt würde ich aber erstmal sagen, gucken wir, was rausgefallen ist, ihr Lieben. Ich beginne mit der ersten Karte für die kommende Woche. Da haben wir das Karma. Es geht hier, ihr Lieben, ganz eindeutig um einen Karma-Ausgleich. Mäßigkeit, habe ich schon gesagt, ist die Energie von Ausgleich. Und hier haben wir das Karma. Das Karma im normalen Tarot ist das Gericht. Also es geht um Auflösung. Es geht um Auflösung, es geht um Heilung auch wieder. Auch bei dem Gericht ist oftmals normalerweise ein Engel abgebildet. Ja, also es geht hier sehr stark um die Engel, die geistige Welt, die hier in irgendeiner Art und Weise hier eine Rolle spielen. Vielleicht machen einige von euch tatsächlich eine Art geführte Meditation zur Ablösung von Karma, so etwas in der Richtung. Ne? Das ist durchaus möglich, aber hier das Karma zeigt sich hier. Also es ist wirklich wie, als ob eine Art Karma aus, ja, als ob hier ein Karma-Ausgleich stattfindet. Ein Karma wird hier ausgeglichen. Ich höre auch für einige von euch, jetzt sind wir quitt. Das ist das, was ich hier in irgendeiner Art und Weise auch so ein bisschen wahrnehme, kann ich jetzt aber erstmal noch nicht wirklich näher greifen. Auf jeden Fall die Karma-Energie, das ist die Energie von Auflösung. Es geht um Errettung. Es geht hier darum, ebenfalls auch einem inneren Ruf wahrzunehmen, einem inneren Ruf zu folgen zum Beispiel auch. Und ebenfalls auch dafür, dass es von der Dunkelheit ins Licht natürlich geht. Ja, es ist ebenfalls auch eine Skorpion-Energie. Also es geht hier auch um Wandlung, Transformation. Ja, es könnte sein, dass es hier und da noch einmal intensiver werden wird, weil ich muss ja sagen, ich spüre vor allem heute, also heute am Sonntag nehme ich das Ganze hier auf und lade es ebenfalls auch hoch, das Reading. Und gerade jetzt heute auch am Sonntag spüre ich eine leichte, schwermütige Energie. Also irgendetwas Schwermütiges liegt so ein bisschen in der Luft, das ist das, was ich spüren kann. Okay, wir gucken jetzt mal weiter. Was haben wir hier als nächstes? Das ist der König der Schwerter. Der König der Schwerter, okay. Es kann bedeuten, dass es hier für einige von euch um etwas Karmisches geht mit einem Schwertkönig. Ja?
Jetzt unabhängig von irgendeinem Sternzeichen, es kann hierbei ebenfalls um ein Luftzeichen gehen. Wassermann, Zwillinge, Waage, Sonne, Mond, Aszendent. Mit so jemandem könntest du es also eventuell zu tun haben. Also, hier zeigt sich auf jeden Fall, da kommt eine Woche für einige von euch etwas Karmisches mit einem Schwertkönig. Und mit der Mäßigkeit hier drunter scheint es durchaus um einen Karma-Ausgleich zu gehen. Okay, mit einem Schwertkönig, der durchaus relativ emotional distanziert sein kann. Jemand, der sehr unnahbar wirkt, der sehr emotional unterkühlt wirkt auf jeden Fall. Jemand, der sich vielleicht auch nicht unbedingt festbinden möchte, weil es ist das Luftelement. Da geht es ja ebenfalls auch um Freiheit und so weiter. Es kann ebenfalls auch jemand sein, der durchaus sehr redegewandt ist, sehr kommunikativ, möglicherweise hier und da auch einmal andere verletzen kann, eben weil er durchaus sehr unnahbar wirkt, ebenfalls auch sehr kühl wirkt. Okay, vielleicht ist ebenfalls aber auch ist. Ne? Das ist ja durchaus ebenfalls möglich. Ich bekomme hier gerade rein, dass einige von euch es hier durchaus mit einem Skorpion zu tun haben könnten, weil bei Skorpion ist es ja manchmal so. Ja, die fühlen sehr viel, die fühlen auch sehr intensiv. Aber oftmals zeigen sie das Ganze auch nicht. Ja, sie halten also quasi hinterm Berg. Und mit so jemandem könntest du es eventuell zu tun haben, vielleicht auch direkt mit einem Skorpion. Das ist durchaus möglich. Und wenn das jetzt hier du sein solltest, dann kann es durchaus sein, dass du in der kommenden Woche durchaus sehr radikal bist mit deinen Entscheidungen. Okay, in welcher Art und Weise auch immer, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal weiterschauen. Was haben wir hier? Ja, die hat dich gesehen. Stimmt, natürlich. Okay. Das Rad des Schicksals, beziehungsweise das Glücksrad. Also, das Rad des Schicksals steht natürlich dafür, dass ein Zyklus zu Ende geht und ein neuer Zyklus beginnt. Ihr Lieben, ich spüre jetzt hier zweierlei Szenarien. Zum einen kann das jetzt hier wirklich bedeuten, dass ein Karma-Kreislauf ausgeglichen wird und somit ein Ende findet. Ich spüre aber ebenfalls auch, dass durchaus auch für bei einigen anderen von euch die Chance besteht, dass ein Karma-Kreislauf wiederholt wird. Dass etwas sich wiederholt. Und sei hier bitte trotzdem gewiss, sollte sich hier etwas wiederholen, ihr Lieben, dann, weil etwas bisher noch nicht gelernt wurde. Okay? Also hier zeigen sich quasi karmische Prüfungen, karmische Tests, eine karmische Lernaufgabe, aus der es zu lernen gilt. Ja, das ist das, was sich hier auf jeden Fall zeigt, ihr Lieben. Aber wir haben hier im Zentrum trotz allem das Thema, ja, auch das Rad des Schicksals kann für Karma stehen, für etwas Karmisches, für karmische Verbindungen, karmische Verhaltensmuster, irgendetwas Karmisches. Von mir ist auch irgendetwas, was mit dem Thema Familie zu tun hat. Okay, auf jeden Fall das Thema Karma zeigt sich hier. Es scheint hier etwas zu Ende zu gehen. Es kann jetzt hier ebenfalls auch bedeuten, dass wieder etwas. Ja, sich weiter bewegt, nachdem etwas stagniert ist. Auch das ist durchaus möglich bei dem Glücksrad oder das Rad des Schicksals. Wir haben hier ebenfalls auch das Rad des Jahres, the Wheel of the Year. Ne? Also das Rad des Jahres. Also hier geht es ebenfalls auch um, ja, eindeutig um Zyklen. Zyklen, die jetzt ebenfalls zu Ende gehen und Zyklen, die jetzt hier quasi auch neu anbrechen. Also, für einige von euch höre ich ganz eindeutig, es geht hier etwas zu Ende. Ein Karma-Kreislauf kann durchaus wirklich ein Ende finden. Ich muss mir dann noch auf jeden Fall die kommenden Karten auf jeden Fall anschauen. Hier geht was zu Ende. Wenn sich also etwas wiederholt oder etwas wiederholt hat, wo du sagst, boah, das habe ich doch eigentlich schon hinter mir, dachte ich zumindest. Jetzt bin ich nochmal vor der gleichen Herausforderung. Dann, weil es jetzt hier etwas zu lernen gilt, ihr Lieben. Wir haben hier das Thema Ausgleich. Ebenfalls auch Balance. Und es wird in der kommenden Woche für viele von euch ebenfalls auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, dass du dich jetzt hier wirklich mit Dingen nährst, die dich nähren quasi. Also, dass du wirklich auf das achtest, dass du mehr von dem konsumierst, sowohl ernährungstechnisch als auch energetisch, dass du mehr von dem konsumierst, was dir quasi gut tut. Das wird wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und du hast hier auch den Schwertkönig. Und der Schwertkönig, wie gesagt, der ist radikal in seinen Entscheidungen. Das ist aber auch jemand, der mental wirklich auch sehr, sehr reif ist. Das ist jemand, der ist sehr geistreich. Ne? Also der weiß ganz genau, was ihm gut tut und was aber eben auch nicht. Okay, der hat seine Stärke wirklich im Verstand. Der hat wirklich seine absolute Leidenschaft im Verstand, kann man hier durchaus sagen. Also hier kann es ebenfalls auch für einige von euch bedeuten, dass ihr Entscheidungen trefft aus dem Verstand heraus. Das ist ja nicht unbedingt immer falsch. Manchmal ist es notwendig, auf unseren,
ja, logischen Menschenverstand zurückzugreifen. Das ist oftmals notwendig, okay? Weil schließlich haben wir es. Okay, wir gucken jetzt mal weiter. Was haben wir hier? Noch ein König? Der König der Stäbe. Der König der Stäbe, das ist natürlich Feuer pur. Das ist Feuerenergie wirklich pur. Ich muss ja sagen, ich spüre trotz allem zwei unterschiedliche Menschen. Es kann jetzt zum einen für dich bedeuten, dass du es mit zwei Gegenübers zu tun hast, mit zwei gegenüberliegenden Personen sozusagen, oder aber die eine Energie bist du und der andere ist dein Gegenüber. Ich spüre hier mindestens eine Gegenüberenergie. Und hier zeigt sich etwas Karmisches, ja, zwischen euch, zwischen dir und den anderen Menschen. Ein Karma-Ausgleich, der jetzt hier sozusagen stattfinden soll. Und ich höre hier gerade schon wieder das Thema, jetzt sind wir quitt. Es ist wie, als ob es hier wirklich etwas ausgeglichen wird. Etwas aus der Vergangenheit. Zum Beispiel, auch, ich höre auch für einige von euch das Thema ein vergangenes Leben. Ihr seid euch wahrscheinlich in einem früheren Leben schon einmal begegnet. Und nun ist es so, dass in diesem Leben etwas ausgeglichen werden sollte. Aus einem früheren Leben, weil es im früheren Leben nicht möglich war. Okay, und deswegen jetzt hier dieses Thema, jetzt sind wir quitt. Das höre ich für einige von euch ganz extrem. Aber wie dem auch sei, hier geht es wirklich darum, zum einen, in dieser Angelegenheit, sei hier ebenfalls auch geduldig mit dir. Okay, sei geduldig mit dir, sei nicht so streng zu dir, geh nicht so streng mit dir ins Gericht, weil dazu neigt der König der Schwerter. Und eine sehr starke männliche Energie haben wir hier. Es kann also wirklich bedeuten, dass einige von euch es hier mit einem männlichen Gegenüber zu tun haben. Oder aber du bist in der kommenden Woche sehr in der maskulinen Energie. Es kann auch für dich bedeuten, dass du in der nächsten Woche tatsächlich sehr aktiv bist, dass du wirklich ins Tun kommst und dass du wirklich in diese Königsenergie hineinkommst und sagst, ich übernehme Führung jetzt. Und die Verantwortung für mein Leben. Ich allein entscheide über mein Königreich. Ich allein entscheide über mein Leben, was ja auch gut ist, was ja auch so sein soll. Okay, ich höre hier ebenfalls für einige von euch, geht es jetzt auch vermehrt immer jetzt darum, nicht immer unbedingt immer nur zu nett zu sein. Das heißt nicht, dass du jetzt eiskalt sein sollst und jetzt alle links liegen lassen sollst. Das ist damit nicht gemeint. Okay, es geht hier lediglich darum, dass du jetzt wirklich in diese Königsenergie hineinkommst. Es geht um Meisterschaft, höre ich gerade. Könige stehen im Tarot ebenfalls für Meisterschaft. Hier darf gemeistert werden, ihr Lieben. Es kommt hier etwas Karmisches. Wird hier, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wird hier gemeistert. Und ich nehme hier ebenfalls auch für einige von euch wahr. Es geht hier um eine Gegenüberenergie. Es geht hier um ein Gegenüber. Das steht auf jeden Fall fest. Und ich sehe auch, dass nun oder dass man sich ja nun auf Augenhöhe ebenfalls begegnen kann. Und zwar deshalb, okay, warte mal, wie höre ich denn das Ganze? Lass mich mal bitte ganz kurz auf Augenhöhe deshalb, weil du jetzt in der Lage bist, klare Entscheidungen für dich zu treffen und ebenfalls hier wieder auch in deine Kraft zu kommen. Und weil du auch jetzt keine Hemmungen mehr hast, deine Kraft ebenfalls auch zu zeigen und auch selber für dich einzustehen. Ich höre für einige von euch, dass ihr das hier seid. Dieser Schwertkönig, während der König der Stäbe eine Gegenüberenergie ist, das höre ich für einige von euch ganz extrem. Ja, oder beziehungsweise nehme ich das hier extrem so wahr. Es geht hier also um etwas Karmisches mit einer maskulinen Energie. Vielleicht geht es ja auch um ein Vaterthema, das ist durchaus möglich. Ein Vaterthema oder irgendeine eine karmische Thematik mit einem Ex-Freund, mit einem Ex-Partner. Es kann, wie gesagt, auch eine Frau sein, die in einer sehr männlichen Energie ist. Eine sehr einflussreiche Energie nehme ich hier ebenfalls auch wahr. Wir gucken mal weiter. Was haben wir hier? Der Wagen. Also, die nächste Woche, ihr Lieben, wird bedeutend. Wir haben hier auf jeden Fall 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 hohe Arkana-Karten. Also, mit dem Wagen geht es auf jeden Fall um Selbstdisziplin. Es geht ja auch ein Stück weit um Kontrolle. Weil wir sehen hier, der Wagen, der hebt ja ab. Und es ist ganz, ganz wichtig, die Pferde hier durchaus im Griff zu haben, weil ansonsten machen sie wirklich das, was sie wollen. Ansonsten gehen sie in jede beliebige Richtung, in die du eigentlich überhaupt nicht gehen möchtest. Okay, deswegen ist es für dich umso wichtiger, dass du ganz klar die Zügel in die Hand nimmst und ganz klar für dich entscheidest, wo es nun für dich hingehen soll, wie es nun für dich weitergehen soll. Es kommt hier, wie, ja. Also das, was du gerade durchmachst und wo du gerade drin bist, das ist was Karmisches, ihr Lieben. Und nun geht es darum,
ebenfalls auch ein Stück weit sein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen und ebenfalls auch den Weg des Schicksals auch zu gehen, weil es kann ebenfalls sein, ich wiederhole mich, dass es darum geht, einen inneren Ruf zu vernehmen und nun den Weg des Schicksals, den Weg eurer Bestimmung nun wirklich zu gehen. Okay, also das wird für einige von euch ebenfalls wichtig werden. Aber wie gesagt, es kann ebenfalls sein, dass sich hier auch nochmal eine karmische Thematik mit einem Gegenüber zeigt oder mit mehreren Gegenüber. Okay, das ist hier durchaus möglich. Wenn ich jetzt hier Sternzeichen sagen müsste, dann hätten wir hier Skorpion, Krebs, Schütze, Schütze. Ja, mit so einem Sternzeichen könntest du es eventuell zu tun haben. Oder aber du bist von mir aus Skorpion oder bist Schütze oder Krebs, sowas in der Richtung. Ja, aber jetzt unabhängig von den Sternzeichen, es geht hier um die Energien. Und wir haben hier ebenfalls auch sehr, sehr viel Wasserenergie. Also es könnte hier und da noch einmal emotional werden. Das ist durchaus möglich. Aber es geht hier ebenfalls darum, nun wirklich zu starten, loszulegen mit etwas, in die volle Verantwortung zu kommen und nun wirklich ganz klar zu entscheiden, okay, ich folge meinem inneren Ruf, ich folge dem, was meine Seele nun mir sagen möchte, sozusagen, ne? Das ist hier auf jeden Fall zu sehen, ihr Lieben. Okay, Mäßigkeit, du kommst jetzt hier mit dazu. So, das nächste Kartendeck, los geht es. Ich habe übrigens alle Kartendecks am Anfang vorgestellt, okay? Ausgleich, Karma-Ausgleich. Es geht ja auch um Heilung. Es geschieht ja auch nochmal, ja, Heilung von etwas Karmischen. Ein neuer Zyklus steht an, was ich hier ebenfalls auch sehe. Eine Art Frühlingsbeginn könnte ja auch eine Rolle spielen für einige von euch. Nach einer Zeit der Wintersaison, Winterseason. Damit ist lediglich gemeint, dass ihr eine Zeit der Reflexion, der Heilung hinter euch habt, auch ebenfalls eine Energie der oder eine Zeit des Stillstandes, der Stagnation. Ja. Weil der Wagen, ihr Lieben, ist ebenfalls auch eine Frühlingsenergie, das Frühlingserwachen. Ja. Also, ihr Lieben, wenn hier jetzt hier tatsächlich das ein und derselbe Mensch ist, und ihr Lieben, ich muss hier mehrere Sachen ansprechen, weil das hier ein allgemeines Orakel ist. Ja, deswegen mehrere Leute schauen hier zu und nicht jeder von euch hat das gleiche Szenario. Und deswegen ist es mir immer ganz lieb, dass ich auch mehrere Szenarien mitteile. Es kann auch wirklich bedeuten, dadurch, dass der König der Stäbe sich spiegelt in den König der Schwerter, dass es hier ein und dieselbe Person ist. Und wenn es an dem so ist, dann ist es hier durchaus ein Mensch, der sehr viel Einfluss hatte auf dich, der dich sehr stark beeinflusst hat, der sehr viel Macht möglicherweise auch ausgeübt hat auf dich. Aber hier zeigt sich ein Karma-Ausgleich. Ausgleich von Karma. Etwas Karmisches geht zu Ende. Und ich spüre auch, ihr Lieben, dass viele von euch, die jetzt hier zusehen, dass ihr die gewisse Stärke habt, um hier etwas zu lösen, um hier ebenfalls auch nun für euch ein- und aufzustehen. Okay, spannend. So, jetzt hätte ich ganz gern drei Karten aus dem Starcodes Astro-Orakel für die kommende Woche, der 2. bis 8. September nächste Woche. Weitere Energien für die kommende Woche. Ist auf meinen Schoß gefallen. Zwei Karten noch. Noch zwei Energien bitte für die kommende Woche, der 2. September bis 8. September nächste Woche. Okay. So, da haben wir sie. So, die eine,
Mit der fange ich jetzt mal an, weil ich die schon gesehen habe. Da haben wir jetzt hier das dritte Haus. Es geht hier also um die Kommunikation, die hier also in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt. Ebenfalls bei dem dritten Haus geht es auch um Social Media, soziale Kontakte, die hier möglicherweise eine Rolle spielen könnten. Es kann ebenfalls auch sein, bekomme ich hier gerade rein, dass einige von euch jetzt auch vermehrt das Bedürfnis haben, sich wieder mit anderen Menschen zu connecten, zu verbinden, neue Kontakte ebenfalls zu knüpfen. Das kann hier eine Rolle spielen. Mit dem dritten Haus kann es bedeuten, dass hier eine Nachricht reinkommt, dass jemand Kontakt zu dir aufnimmt oder du nimmst zu jemandem Kontakt auf. Das ist durchaus möglich. Okay, wir gucken jetzt mal, was alles rausgefallen ist noch oder beziehungsweise was sich erstmal drunter zeigt. Da haben wir für die kommende Woche, okay, das sechste Haus. Bei dem sechsten Haus geht es sowohl um Nachhaltigkeit, es geht hier um Routinen, es geht um das Thema Wohlbefinden, Gesundheit, was hier eine Rolle spielt, ebenfalls aber auch Wellness. Wellness ist dem sechsten Haus ebenfalls auch zugeschrieben, ebenso wie das Thema Ernährung, höre ich auch schon wieder. Das Thema Ernährung spielt hier also für einige von euch nach wie vor eine Rolle, weil wir haben hier ebenfalls auch die Mäßigkeit. Aber ebenfalls ist es ganz, ganz wichtig. Es geht dabei nicht unbedingt um die Ernährung, also um das Essen an sich. Es geht vor allem auch um das, was du in dein Haus hineinlässt oder wen du in dein Haus reinlässt. Ebenfalls auch, was für Energien du aufnimmst, ne? Und deswegen bist du jetzt sozusagen aufgefordert, oder sind einige von euch ebenfalls aufgefordert, ebenfalls auch Nein zu sagen zu bestimmten Energien. Und es geht ebenfalls auch darum, höre ich gerade, sich fernzuhalten von gewissen Dramen. Ja? Und da könnten jetzt einige von euch auch sehr radikal sein in den Entscheidungen, was ja natürlich ganz gut ist. Aber trotz allem würde ich dir auf jeden Fall raten, natürlich trotz allem einfühlsam das rüberzubringen. Solltest du in irgendeiner Art und Weise jetzt dazu aufgerufen sein, für dich ein- und aufzustehen. Okay, also ich habe das Gefühl ebenfalls auch, dass einige von euch mit jemandem reden, wo ihr euch möglicherweise sehr viele Sorgen anhört oder Sorgen anhören müsst. Ihr müsst ja generell auch überhaupt nichts, aber wo ihr euch das freiwillig sozusagen antut, ist ja nicht unbedingt immer verkehrt. Aber nur sich sowas anzuhören, nur sich Beschwerden oder Gejammer anzuhören, ist auf Dauer natürlich auch nicht gut. Natürlich auch nicht für dich, für deine Energie. Und deswegen wird es hier ebenfalls auch natürlich darauf hingewiesen, achte auf das, naja, was du energetisch zulässt. Okay? Darauf wird ebenfalls auch hingewiesen. Natürlich ist das sechste Haus auch eine Energie von Fleiß und Sorgfalt. Es geht hier ebenfalls auch um Analysen und um Details. Aber es ist auch eine Energie von Arbeit. Aber ich spüre hier weniger das Thema Arbeit, wenn ich mir die Karte so anschaue. Gut, was haben wir hier? Oh, das ist aber eine schöne Energie. Das ist die Energie von Trine bzw. Sextil. Es geht hier sowohl um Potenzial, höre ich, aber ebenfalls auch um Unterstützung. Trine, oh, okay, jetzt bekomme ich hier gerade was ganz, ganz Krasses rein. Also, ihr Lieben, die Engel, die geistige Welt, die himmlischen Kräfte, deine Schutzengel, wie auch immer du es nennen magst, deine Spirit Guides, deine Schutzengel, die sind hier auf jeden Fall sehr, sehr krass an deiner Seite. Und für einige von euch höre ich oder nehme ich hier sehr stark wahr, dass sich da jemand Bestimmtes hier zeigt. Aus dem Reich der Engel, aus dem himmlischen Reich. Es kann auch jemand aus einer Seelenfamilie sein, der in einer anderen Dimension ist als du. Und dieser Mensch oder diese Seele, sagen wir es mal so, dieses Wesen, diese Seele macht sich hier wirklich bemerkbar, um dich hier zu schützen, um dich hier ebenfalls auch zu unterstützen. Das nehme ich hier extrem wahr für einige von euch. Also wir haben hier sehr stark auch die Energie der geistigen Welt, ja, der Engel. Ja, weil das ist hier ebenfalls auch die Unterstützung aus dem Reich der Engel. Trine, das fällt mir jetzt hier gerade dazu ein. Und hier die Kommunikation. Es kann bedeuten, dass du in der nächsten Woche vermehrt mit deinen Engeln, mit deinen himmlischen, mit der geistigen Welt und so weiter kommunizierst. Das ist hier auf jeden Fall zu sehen, dass du zu ihnen betest, dass sie aber ebenfalls auch zu dir kommunizieren. Achte also vermehrt auf Zeichen in der nächsten Woche. Achte auf Zeichen, achte auf Symbole und so weiter, weil du bekommst welche nächste Woche. Okay? Oh, das ist wirklich ganz, ganz spannend. Also die Engel, die himmlischen Mächte, die zeigen sich hier wirklich ganz extrem in dieser Angelegenheit. Es ist wie, als ob sie dich jetzt wirklich dabei unterstützen in dieser karmischen Angelegenheit, was auch immer das für eine ist bei dir. Ne? So, was haben wir hier? Das ist der Mond mit der Sichtweise. Okay. Also ich habe hier das Gefühl, dass es für einige von euch schon darum geht, so ein Stück weit die Perspektive, die Sichtweise zu ändern.
In einer Angelegenheit, das wird auf jeden Fall wichtig werden. Und da habe ich das Gefühl, dass du da auch auf jeden Fall Unterstützung dabei bekommst. Ich habe auch das Gefühl, dass hier eine Zusammenarbeit durchaus möglich ist. Eine Zusammenarbeit, die durchaus auch harmonisch verläuft. Auch hier mit den beiden Königen kann sich jetzt hier ebenfalls auch eine Art Zusammenarbeit zeigen. Und es läuft recht harmonisch, weil die Energien passen ganz gut zusammen. Der König der Stäbe passt gut zum König der Schwerter. Das harmoniert schon ganz gut, ne? Jetzt so von den Energien her, weil Luft und Feuer, das geht. Das ist möglich. Ne? Aber jetzt unabhängig davon, der Mond, da geht es ja ebenfalls auch darum, dass man oftmals Dinge nicht richtig einschätzen kann. Dass man die Dinge nicht unbedingt klar sieht. Ne? Und deswegen wirst du jetzt ebenfalls auch darauf hingewiesen, vertraue auf das, was du fühlst. Und nicht das, was du zu sehr mit deinen physischen Augen sehen kannst. Also achte immer auf die Energien hinter etwas. Okay, auch wenn du zum Beispiel nächste Woche mit jemandem kommunizierst, ne? Wenn jetzt zum Beispiel jemand bei dir oder sich jemand bei dir meldet, mal angenommen, achte auf die Energien und nicht zu sehr, achte nicht zu sehr auf das, was gesagt wird, weil man kann viel sagen, wenn der Tag lang ist. Achte mehr auf die Energie dahinter. Das ist hier auf jeden Fall gesagt. Okay, achte auf die Energie dahinter. So. Ich sehe hier auch für einige von euch eine emotionale Unterstützung. Okay. So, jetzt nun die göttlichen Meister, beziehungsweise die aufgestiegenen Meister. Was sagen die aufgestiegenen Meister für die kommende Woche? Was ist denn die Hauptüberschrift für die kommende Woche? Der 2. bis 8. September nächste Woche. Nee, ihr kommt mal zurück. Für einige von euch höre ich ebenfalls auch gerade, vertraue hier auf jeden Fall dem Prozess. Ja, das geht hier alles auf jeden Fall schon so seinen Gang, ohne dass du jetzt hier durch irgendwelche Anstrengungen irgendetwas tun musst. Vertraue, wo du hingeführt wirst. Vertraue auch auf deinen persönlichen Weiterentwicklungsprozess. Das nehme ich hier auch wahr. So, was sagen jetzt hier die göttlichen Meister? Was ist die Botschaft der aufgestiegenen Meister für die kommende Woche, der 2. bis 8. September? Spannend. So. Okay. Da haben wir Paul den Venetian. Okay, das ist jetzt hier der Begabte. Gifted One ist der Begabte oder die Begabte. Es geht ja darum, dass verborgene Talente oder versteckte Talente offenbart werden. Und du bekommst die Gelegenheit, hier wirklich zu leuchten, wirklich zu, ja, dich zu zeigen. Ebenfalls auch, das spielt für einige von euch hier durchaus auch eine Rolle, dass du jetzt hier durchaus die Gelegenheit bekommst, dich hier in irgendeiner Art und Weise zu zeigen. Ja, und auch der Wagen. Ne? Der Wagen ist auch eine der Erfolgsenergien sozusagen. Also du bekommst ja durchaus die Möglichkeit, nun wirklich mehr ins Rampenlicht zu treten, um dich ebenfalls auch wieder mehr zu zeigen. Weil hier spannenderweise ist ja auch ein Löwe abgebildet hier am Thron. Ne? Zwei Löwen. Und bei Löwe-Energie geht es ja ebenfalls auch darum, sich zu zeigen, gesehen zu werden und ebenfalls auch nicht schüchtern zu sein oder nicht so scheu zu sein. Ebenfalls nun auch wieder mehr ins Rampenlicht zu treten, sich ebenfalls auch wieder mehr zuzutrauen. Also ich denke, dass das hier für einige von euch auch ein wichtiges Thema sein wird. Auch ist es durchaus möglich, dass sich hier nun auch verborgene Talente zeigen für einige von euch. Und bei einigen von euch geht es ebenfalls aber auch darum, nun wirklich rauszugehen, an die Öffentlichkeit zu gehen mit euren Talenten. Also ich kann jetzt auch sein, dass du wirklich dich wieder mehr zeigst, dass du dich mehr präsentierst mit deinen Talenten, aber auch mit dem, was du wirklich bist. Ja, was dich wirklich ausmacht, was dich wirklich, ja, wer du wirklich bist, dass du, ne, dass du jetzt wirklich auch einfach du selbst bist und das ebenfalls auch so zeigst, dass du dich so zeigst. Und auch der König der Schwerter ist durchaus authentisch. Na, also das ist hier auch auf jeden Fall zu sehen. Und ich höre jetzt auch gerade für einige von euch, dass es hier zeigt sich etwas, wo es auch für dich darum geht, auch in seiner dunkelsten Stunde auch selbst das Licht zu sein. Ja, das gilt jetzt wirklich für all diejenigen unter euch, die jetzt wirklich durchaus gerade eine schwierige Zeit durchmachen,
wo du das Gefühl hast, okay, ich befinde mich momentan nur im Düsteren, es ist alles so dunkel und hoffnungslos und ich fühle mich auch so leer. Und hier wird schon darauf hingewiesen, sei du das Licht, finde das Licht wirklich auch in dir. Finde den Hoffnungsschimmer in dir selbst. Sei du das Licht in der Dunkelheit sozusagen. Okay, das bekomme ich hier gerade auch rein für dich. Weil der Mond, den sieht man wirklich am allerbesten, wenn es wirklich dunkel ist. Ja. So, was haben wir drunter für dich? Das ist jetzt hier die Isis. Hier geht es wirklich darum, deine Magie zurückzufordern. Also, hier geht es darum, deine Kraft zurückzurufen und das, was rechtmäßig dir gehört oder das, was rechtmäßig dich ausmacht, sozusagen. Also, du forderst deine Kraft zurück, ebenfalls auch deine sogenannte Magie und all das, was dich ausmacht. Ja, es kann auch wirklich bedeuten, dass sich jetzt nun wieder gewisse Talente zeigen von dir. Das ist durchaus möglich, dass die sozusagen freigeschaltet werden. Das ist durchaus möglich. Also du rufst hier wirklich deine Kraft zurück. Du kommst immer mehr in deine Kraft und du zeigst dich jetzt ebenfalls auch mehr. Weil ich habe hier durchaus Energien, die schon sehr, sehr sichtbar sind. Königsenergie doppelt, der Wagen spricht ebenfalls auch von Erfolg, ja. Also einige von euch, ihr übernimmt hier auf jeden Fall in der kommenden Woche in irgendeiner Art und Weise wirklich die Führung. Das ist auf jeden Fall zu sehen, dass du sehr aktiv bist, dass du sehr ins Umsetzen kommst, dass du vielleicht auch sportlich unterwegs bist, also sehr in der sogenannten maskulinen Energie. Okay? Das ist hier auf jeden Fall zu sehen. Aber ich sehe auch mit der Mäßigkeit, dass es auch für einige von euch auch wiederum darum gehen wird, auch die Energien in dir auszugleichen. Also nicht zu sehr in der maskulinen Energie zu sein. Okay? So. Natürlich ist das Ganze jetzt auch hier wieder ein Hinweis darauf, dass deine männlichen, maskulinen Energien wieder in den Ausgleich finden, dass die jetzt nur ebenfalls auch wieder mehr Beachtung bekommen von dir sozusagen. Ne? Das ist das, was ich auch wahrnehme, was ja ebenfalls ganz gut ist. Weil jetzt unabhängig von unserem Geschlecht, wir haben alle sowohl weibliche, feminine Anteile in uns als auch maskuline. Ja, und es geht hier um beide Energien. Die müssen beide so ein bisschen in einem Ausgleich sein. Okay? Das ist das, was hier auf jeden Fall gesagt ist. Okay. Jetzt ist das Ganze hier wieder ein bisschen. Naja, ist nicht so schlimm. Okay. So. Es geht weiter. Eine weitere wichtige Botschaft. Eine weitere wichtige Energie für die kommende Woche. September. Der 2. September bis 8. September nächste Woche. Der 2. bis 8. Okay, ich spüre die hier. Jetzt hätte ich ganz gern noch eine Karte. Ich hätte ganz gern noch eine Botschaft für die kommende Woche. Was wird noch wichtig? Was kommt noch? Der 2. bis 8. September. Noch eine weitere Energie, eine weitere Karte für die kommende Woche. Okay. So, drunter haben wir folgende Energie für die kommende Woche. Es geht hier also um Vergebung. Okay, auch oh, guck mal, guck dir die Karte mal an. Wir sehen hier quasi diese Frau, wie sie hier da sitzt, im Schneidersitz, versucht zu meditieren und sie lässt hier tatsächlich ihren Gefühlen freien Lauf. Ne? Also man sieht hier auf jeden Fall, wie die Tränen runterrollen. Also es geht hier wirklich auch um Vergebung. Und wir sehen hier auch die Engel um sie herum. Ein schützendes Licht. Also hier wirst du auf jeden Fall getragen in der kommenden Woche von der geistigen Welt, von deinen Engeln. Weil ich sage es nochmal, die Engel sind hier wirklich sehr, sehr stark präsent. Ne? Also die sind hier wirklich bei dir. Aber bitte bedenke auch, dass die Engel dir auch wirklich nur helfen können in deiner Situation, wenn du sie darum bittest. Und dabei geht es nicht darum zu betteln. Okay, weil sie hören dich auch beim ersten Mal. Vielmehr geht es wirklich darum zu bitten und dann ebenfalls auch wirklich loszulassen und dann offen zu sein für die Lösung, die dann reinkommt. Okay, also hier geht es noch einmal um Vergebung. Es kann auch bedeuten, dass du dir selbst etwas vergeben darfst. Das ist durchaus möglich. Aber vielmehr wird hier gesagt, lass deinen Gefühlen hier wirklich freien Lauf. Also wenn du noch irgendwie Groll hegst gegenüber jemandem, ja, dann darfst du das natürlich auch fühlen, um hier wirklich
komplett zu heilen, darfst du ebenfalls auch wirklich fühlen. Alles fühlen, was sich hier nun wirklich in dir zeigt. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ja, fühle. So, was zeigt sich hier? Das ist die Fülle. Wow, ja, schön. Es kann jetzt hier wirklich ein Hinweis für dich sein, dass nun wieder eine Zeit der Fülle anbricht. Ein karmischer Zyklus geht zu Ende. Ein karmischer Kreislauf geht zu Ende. Karma wird hier gelöst. Etwas Karmisches findet einen Ausgleich. Und nun der Wagen jetzt hier am Ende sagt mir, du gehst in ein neues Kapitel. Du gehst nun wirklich in diese Erfolgsenergie, in diese Fülle-Energie. Ne? Aber auch so dieses Ich bin es wert, wirklich Fülle zu empfangen. Also ich habe hier wirklich das Gefühl, ich spüre hier schon für einige von euch einen gewissen Mangel. Ne, einen gewissen Mangel, dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug, ich kann dies nicht, ich bin wertlos, ich habe das nicht, ich vermisse das, ich vermisse den. Ne? Also so eine Energie nehme ich wahr, aber ich habe das Gefühl, dass es nun darum hier, dass sich die Karten nun so wirklich zeigen, dass du da rauskommst, dass du da rauskommen wirst. Auch wenn das bedeutet, dass sich noch einmal karmische Zyklen wiederholen. Dann aber wirklich, wie gesagt, nur, weil es darum geht, etwas zu lernen, etwas für dich zu begreifen. Etwas wiederholt sich ja dann nur für dich, weil du bisher noch nicht imstande warst, daraus zu lernen. Ne? Sei da also geduldig mit dir, sei sanft zu dir und geh nicht zu hart mit dir ins Gericht. Okay? Fehler zu machen, ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Ne? Das machen wir alle. Es geht lediglich darum, ebenfalls auch aus gewissen Erfahrungen nun zu lernen. Und vor dieser Aufgabe stehst du gerade. Du darfst ja aus etwas lernen. So, was haben wir hier? Unterstützung. Das ist sowas von krass. Auch wenn es um das Finanzielle geht oder um die Finanzen für einige von euch, Fülle, Unterstützung, ja, habe ich das Gefühl, einige von euch werdet im Bereich Finanzen auf jeden Fall unterstützt. Aber was ich auch höre, wir haben hier Fülle, also viel. Und Unterstützung. Ich sehe hier für einige von euch nächste Woche sehr viel Unterstützung. Das ist hier auf jeden Fall zu sehen. Vor allem, wenn es auch darum geht, zu vergeben oder zu heilen. Ich sehe jede Menge Schutz, das auf jeden Fall. Ich sehe hier auch jede Menge Unterstützung auf einige von euch zukommen. Also wirklich Fülle, viel an Unterstützung. Das ist hier sichtbar. Was ich aber ebenfalls auch wahrnehme, ich muss dazu sagen, sei ein bisschen vorsichtig, weil zu viel ist ebenfalls auch nicht gut, sich zu viel Unterstützung zu holen von zu vielen Menschen, weil viele Köche verderben den Brei, ne, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist das, was ich hier ebenfalls auch wahrnehme. Also man sieht hier auf jeden Fall sehr viel Unterstützung aus dem Reich der Engel, Kommunikation mit Engeln, das ist durchaus möglich für einige von euch nächste Woche, beziehungsweise sie sprechen zu dir. Du bekommst Zeichen. Achte also auf die Zeichen. Auch ist es durchaus natürlich möglich, dass ein Mensch sich hier wirklich zeigt und dir in irgendeiner Art und Weise wirklich helfen kann, der hier wirklich geschickt wird von den Engeln oder der vielleicht auch so etwas ist wie eine Art Erdenengel. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Okay? Also ganz, ganz spannend. Du bekommst hier wirklich die volle Breitseite Unterstützung, wenn es darum geht, Karma aufzulösen, etwas Karmisches zu heilen. Okay, damit du deinen Weg wirklich fortsetzen kannst, damit du deinen Schicksalsweg gehen kannst. Also das ist wirklich, ich bin hier ein bisschen baff von den Energien, ja. Es wird eine bedeutsame Woche oder beziehungsweise eine bedeutsame Zeit steht an. So, jetzt nun die Abschlussbotschaften von den Einhörnern für die kommende Woche. Was sind die Botschaften für die kommende Woche? Was bringt noch die kommende Woche? Was sagen die Einhörner für die kommende Woche? Der 2. September bis 8. September nächste Woche. Was sind die Botschaften? Ja, die ist runtergefallen, die hebe ich gleich auf. Oh, die ist weit weggeflogen. Kein Problem, da muss ich aufstehen. So, ich hätte ganz gern trotzdem noch eine weitere Botschaft für die kommende Woche, der 2. bis 8. Okay, ich bekomme gerade eine Botschaft rein, das muss ich mal ganz kurz sagen. Ich bekomme gerade die Botschaft, mach dir wegen deines Schicksalsweg jetzt keine Gedanken. Viele von euch, oder vielleicht sogar die meisten von euch, ihr seid bereits auf eurem Weg. Ihr tut es bereits. Ihr seid bereits auf eurem Weg. Es geschieht alles bereits. Okay?
ohne dass du jetzt dadurch irgendwie, ohne dass du dich da jetzt abstrampeln musst, ohne dass du da jetzt mit dem Kopf durch die Wand musst. Es geschieht bereits. Okay? Das höre ich gerade. Es geschieht alles bereits. Also lass hier auch los. Lass die Kontrolle auch ruhig mal ein Stück weit ein bisschen los. Nicht zu sehr, aber ja, du weißt schon, ne? So, da haben wir jetzt noch die weitere Karte. Finde ich gut. So, die eine muss ich eben aufheben. Also es wird sich einiges verändern. Das sehe ich jetzt hier ebenfalls erstens durch das Rad des Schicksals, steht hier ebenfalls auch für Veränderungen. Und zweitens spüre ich bei dir, ich sehe es jetzt nicht unbedingt, aber die Zahl 5. Die Zahl 5 steht für Veränderungen natürlich, ja. Sie steht für Veränderungen, ebenfalls auch für Freiheit oder Befreiung. Und das sehe ich auch mit der Zahl 9, die sich jetzt hier zeigt. In der Quersumme 36 ergibt eine 9 und die 9 ist die Vollendung, ja. Also hier darf etwas vollendet werden. Ja, und ich sage es noch einmal, wenn sich also etwas wiederholt, dann weil etwas gelernt werden darf. Ja? Okay, oder begriffen werden darf, sagen wir es mal so. So, was haben wir drunter für eine Energie? Oh, neue Chancen, eine weitere 5. Na, schau mal. Entrümple dein Leben. Wirf einen Blick durch die magische Tür. Also hier steht also nochmal Folgendes an, und zwar eine Art Entrümpelung. Es kann bedeuten, dass du ausmistest zu Hause, dass du zum Beispiel irgendwelche Sachen wegwirfst. Es kann bedeuten, dass du dich energetisch reinigst. Es kann bedeuten, dass du irgendetwas tust, um deinen Kopf frei zu bekommen, um hier einfach mal zu entrümpeln, um aber ebenfalls auch etwas aus der Vergangenheit wirklich loszulassen noch einmal, weil auch das Gericht kann auf etwas Vergangenes hindeuten natürlich. Also für einige von euch geht es auch darum, etwas aus der Vergangenheit ebenfalls loszulassen, auch emotional gesehen hier, ne? Das Ganze ist wirklich oder wirkt auf mich sehr emotional. Aber hier wird ebenfalls natürlich auch gesagt, dass du hier natürlich auch behütet wirst. Ja, das ist hier auf jeden Fall zu sehen. Wirf einen Blick durch die magische Tür. Und das Ganze sieht für mich wirklich so aus, als ob das Einhorn der Pegasus hier wirklich sagen möchte: Hey, komm, folge mir. Spring einfach mal auf meinen Rücken und folge mir. Ja, also du bekommst hier ebenfalls auch wieder neue Chancen. Neue Chancen, neue Gelegenheiten, die sich dir jetzt hier ebenfalls bieten. So, was haben wir hier? Öffne dich dem Überfluss. Guck mal, wir haben jetzt hier die Fülle. Es kann bedeuten, dass eine Chance der Fülle auf dich zukommt, zum Beispiel auch eine Jobgelegenheit oder dass du die Gelegenheit bekommst, um vielleicht auch mehr Geld zu verdienen, um mehr Fülle, dass mehr Fülle zu dir kommt, ebenfalls auch. Glaube, dass du ihn verdienst. Akzeptiere Fülle und Wohlstand. Also es geht hier ebenfalls natürlich auch um das Gefühl von, ich verdiene es. Und einige von euch, das spüre ich, ihr seid immer noch so in dieser Mangelenergie. Und das ist um Gottes Willen kein Vorwurf. Ne? Niemals, never ever. deswegen wird ja jetzt hier auch gesagt, sei auch wert. Sei es dir wert, das Leben zu genießen, die Fülle zu empfangen. Auch zum Beispiel mehr Geld zu verlangen für das, was du tust, auch beruflich, in deiner Selbstständigkeit zum Beispiel auch. Sei es, dass du zum Beispiel deine Preise erhöhst, weil es geht darum, dass man es sich selbst wert ist. Aber das geschieht natürlich auch immer erst im Inneren. Na? Das findet immer erst im Inneren statt, damit sich das dann auch im Außen zeigen kann. Weil wie innen, so außen, ihr Lieben. Ja? Möchte mal ganz kurz sagen. Also hier öffne dich dem Überfluss, da kommt auf jeden Fall etwas. Vielleicht auch tatsächlich eine Art finanzielle Unterstützung. Das ist möglich für einige von euch. Was haben wir hier? Das ist Einhornportal. Fokussiere dein Licht. Halte die Ohren offen für eine Botschaft. Also du bekommst hier Botschaften. Kommunikation. Die geistige Welt, die Engel kommunizieren mit dir ganz stark in der nächsten Woche. Vielleicht auch über Songs. Über etwas, was durch Zufall im Radio gesprochen wird oder auf dem Fernseher gesagt wird oder was du mitbekommst, wenn du zum Beispiel unterwegs bist oder einkaufen, was andere Menschen sich unterhalten. Pass einfach mal so ein bisschen auf die Botschaften, aber sei hier auch ein bisschen locker und so, ne? Aber hier wird auf jeden Fall gesagt, fokussiere auf jeden Fall dein Licht, bleibe fokussiert, bleibe in deiner Mitte und du bekommst wirklich Botschaften auf jeden Fall. Was natürlich etwas zu tun haben kann mit neuen Gelegenheiten und neuen Chancen. Also, ihr Lieben, das nächste Woche scheint wirklich eine durchaus wichtige Woche zu werden. Es geht hier um Karma-Auflösung, Karma-Ausgleich. Es wird noch einmal emotional werden, weil es geht hier um Vergebung. Ebenfalls auch andere Menschen vergeben, beziehungsweise dir selbst.
Das ist hier auf jeden Fall sichtbar. Ja? Also, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz doll fürs Zusehen. Und wenn das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like und ebenfalls über ein Abo freuen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.